Unter dem Berg und der Stadt Duja hauste die Sonderbarste unter den Schöpfern. Herrin des Schwarms nannte sich Shinna al-Shinna. Und die Insekten waren ihre gehorsamen Kinder. Die Späher berichten, Shinnas Refugium werde immer wieder von Ghulen belästigt. Die Leichenfledderer haben es auf Shinnas Abfälle abgesehen. Fleisch und Knochen. Jeden Abend zur Dämmerung kriechen sie aus ihren Höhlen. Wenn wir klug sind, nutzen wir diese Zeit zum Angriff. Warum warten, bis Shinnas Wachen vorbereitet sind? Begib dich hinab und scheuche die Ghule aus ihren Löchern. Wir stürmen den Berg sofort. Na gut, wenn sie das so meint, wir nehmen wieder unsere beiden hier mit und machen uns auf den Weg. Ich hätte ja auch eher gewartet, bis sie die Nacht, aber gut. So. Da stehen Ghule und da stehen Dinger und da steht ein riesiger Schwarzoger. Da ist eine Ding, da ist das Tor, in das wir rein wollen. Sieht doch gar nicht so verkehrt aus. Er darf gleich mal hier hin. Karte hier hin, die Zauberin dahinter, Cassia dahinter, Naurim. Was hätte der Tag noch schlimmer werden können? Alle Höllen brechen über uns ein. Verteidigt das Tor und treibt den verfluchten Menschenfresser zurück in seinen Käfig! Nein, lass doch den netten Menschenfresser in Ruhe. Todesstoß. Achso, der gehört uns. Ich verstehe noch nicht ganz, wie wir da reinkommen. Seht. Ah, hier durch. Okay, ich verstehe, jetzt verstehe ich. Plonk. Und tot. Es war irgendwie nicht so geplant, aber gut. Ich glaube, okay, erneut versuchen. Ich starte das eben gerade nochmal neu. Tut mir leid, aber das war zu lustig. Ich wusste, dass es so passieren unter wird. Unter dem Berg und der... Die Späher berichten. Shinnas Refugium werde immer wieder von Ghulen belästigt. Ja. Die Leichenfledderer haben es auf Shinnas Abfälle abgesehen. Wir Fleisch und... Wenn wir... Okay, so. Zack, zack, fertig. Ich habe mir so gedacht, oh, wenn ich da jetzt schlage einfach so, dann haut der garantiert alles um und... wir sterben quasi. So. So, erst noch ihn hier. Wie vorhin. Dann fangen wir den da oben mal ab. Diesmal gehe ich mal nicht auf das, sondern ich gehe auf Warten. Eigentlich müsste er jetzt irgendwo da hinten wieder auftauchen. Eigentlich müsste nämlich, ja genau. Ich habe bisher mal die Runden beendet und das war eigentlich nicht das, was ich wollte von den alten Teilen her. Das hat er mich schon irgendwie gewundert. Ach, na gut, dann halt hier, so. Au. Wer ist dann? Ach, Zauberan ist dann. Ja, gut, komm. Nahkampf. Mager. Plonk. Kann der irgendwas Besonderes? Oh ja, der kann einen Wuchtschlag. Der Wuchtschlag. 19 ist gut. Cassia Corapia. Die Cassia der Corapien. Gut, danach hier. Ein normaler Angriff. So. Wucht schlagen. Au. Ja,
Gezielter Stich. 13. Matascha! Nene! Silka! Was hat der Oger gesagt? Genau das, wonach es klang. Lasst ihn leben. Er wird uns helfen. Okay. Wo ist denn die HP von dem Kerl? So. Jetzt hauen wir mal den hier um. Einmal so. Und sie begibt sich schon mal Richtung Tür mit ihrem coolen Messerchen. Ich bin mir nicht sicher, ob das hier wieder so ein Ding ist, wo einfach jede Runde drei Viecher nachkommen. Ja, begibt sich auch schon mal Richtung Tor. Ich glaube, hier hat das Viech hier noch. Noch genug für einen weiteren Buchenschlag. Kämpft ein Schwarzoger. Was kommt als nächstes? Das kann ich dir nicht sagen, mein Freund, aber wir sollten uns vielleicht beeilen hier. Hallo? Ach so. Ja, komm. Jetzt habe ich... Ich sehe schon, worauf das hinausläuft, wieder auf einen Ewigkeitskampf. Wieder auf so einen Ewigkeitskampf. Runde beenden. Durch die Tür, bitte. Ich muss nicht da drüben zaubern. Oder ja. Kann er. Ah, das war gut. Ja, dann hauen wir hier einmal. Und wir rennen auch mal nach da drüben. Naurim, du kommst mit. Ja, sie können sich ja selber da... Tür? Bam. Bin ich ganz sicher. Gehen wir mal hier hin, machen hier und warten. Okay. Er geht nach da, kommt auf uns zu. Das können die ja gerne tun. Hauptsache, sie kämpfen sich überall gegenseitig. Achso. Durch die Tür. Nein! Doch. Tür. Tür. So. Dann hauen wir schnell, ganz schnell den da um und rennen weiter durch die Tür. Hier. Wollte gerade mal gucken. Was
hier irgendwo Truhen oder so gibt, aber die haben sie im alten Spiel irgendwie öfter versteckt gehabt. Stufe 3. So. Und einmal den Todesstoß. Boom. Machen wir auch nochmal. Ey, ihr sollt euch gegenseitig bekämpfen und nicht auf mich gehen. Na gut, dann halt hier Wucht in Wuchtschlag. Au. Die pieksen nicht dauernd. Naja, ihr wisst das da gleich. Gut, wenn sie meinen, sich da hinstellen, ist schon ein bisschen nicht. Ich wäre ja eigentlich eher, aber gut. Klingen, Wirbel, Attack. So. Was hatten wir hier? Todesstoß. So. Tür. Au, ja gut. Hey, das ist Cassia. Die da unten, die können sich weiterhin prügeln, wie sie wollen. Einmal drauf gehen, bitte. So. Oh. Oh, tut mir leid, Kleiner. Nur noch 14 AP. Hauen wir den hier um. Kann ich den heilen? Kann ich den heilen? Anscheinend nicht von hier aus. Gut, dann gehen wir weiter. Wir haben noch 10 HP. Ich hoffe, er überlebt das. Oh Gott, da kommt ja noch so viel. Ich hoffe, ich kann ihn heilen. Ich hoffe, ich kann ihn heilen. Ich hoffe, ich kann ihn heilen. Irgendwie. Au. Oh, das vergiftet auch noch. Ansonsten machen wir uns ganz schnell auf den Weg. Ja. Kann sie eigentlich heilen? Sie kann nur ein Zauberschild erschaffen. Das ist äußerst ungut. Aber sie könnte ihn hier umzaubern. Genau. Ah, jetzt kommt er auch noch rüber geflogen. Ja, da hinten kann er sich gerne hinstellen. Aber er könnte es vielleicht schaffen. Ja. 30 dazu, sehr gut. Wuchtschlag. Cassia ist dran. Cassia geht durch die Tür. Komm mit Naurin, wir gehen auch weiter. Keine Lust mehr. Sollen die sich doch bekämpfen. Au. Durch die Tür. Durch die Tür. So, so, machen wir so. Wow. Au. Der einfach mit einem HP überlebt. Au. Der kann da drüben noch sehr viel machen.
Steht ein bisschen den Weg da dann hinterher. Das macht nicht so viel. Nee, wir rennen mal weiter. So. Aha, so, Tür. Ha, tschüss. Hast du dir jetzt aber so gedacht, oder? Kann der eigentlich nach da hinten gehen? Nein, kann er nicht. Dann Stiefel dahin. So. Ja, immer diese ewig langen Brücken. Ach, der kommt doch rüber geflogen. In seinen Verderb. Bist du dir sicher, dass du dich da wirklich hinstellen willst? Ich meine, da steht Nauri. Oder einfach hier Stufe 3 und. Weg, was? Du brauchst nichts machen. Beendet. Und er wird noch mal eine Runde extra brauchen, aber die müssen auch noch da rein. Von daher gar nicht so schlimm. So. Tschüss, kleiner Schwarzoger. Die Feinde meiner Feinde sind meine Freunde. Kommt, wir wollen Shinna besuchen. Ja, ich will Shinna besuchen gehen. Knochenkeule, ein Stichhelm. Ja, wir nehmen alles mit, komm. Shinna al-Shinna war bekannt dafür, die Augen ihrer Feinde zu sammeln. Aber Cassias flammender Blick machte sie unruhig. Sie rang mit sich, ob sie Frieden schließen oder ihre geflügelten Kinder auf sie hetzen sollte. Verwirrt, wie sie war, entschied sie sich für beides. Ah, ja, gut. Mal kurz angucken, was wir hier haben. Wir haben zwei Brücken zu Portalen. Da unten auch. Wir haben hier oben ein Kristall. Da ein Kristall. Wir haben hier Ketten. Aus irgendwelchen mir unbekannten Gründen. Das ist schön. Und wir starten direkt im Feuertopf. Diese Stimmen. Surren, so viele surrende Stimmen. Wir haben Gäste, Shinna. Willst du sie nicht willkommen heißen? Unsere Gäste sollen sich wohlfühlen. Unsere Gäste sollen sterben. Bringt mir ihre schönen Augen. Still. Die junge Shinna muss Diplomatie lernen. Willkommen, Fremde. Wir dienen dem tausendfachen Leben. Wir lieben kein Blut. Lasst uns Frieden haben. Ein Bündnis zwischen Spinne und Fliege. Die Spinne schließt keinen Frieden mit ihrer Mahlzeit. Was passiert, wenn wir jetzt da draufhauen? Wir tun es einfach mal. Aha. Ach, da hängen so Dinger dran. Ich sehe, dass das eine sehr lustige Runde werden kann. Ja, eine sehr lustige Runde. Vor allem bringt es mir gar nicht, die Dinger hier einzureißen, weil die fliegen einfach drüber. Au, au, au! Alter Schwede. Ja, hier. Da. Bank. Oh, ja, natürlich trifft er über die komplette.
Ihr wollt mich auf der Kackeimer drüben, oder? Schön. Das ist sie. Einmal. Ach, sie steht da oben und langweilt sich von dem her. Da, 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 da. Oh, oh, das war ein Fehler. Kommt da runter und kämpft! Nein, nein, zu jung zum Sterben. Zum Kämpfen zu unschuldig. Vielleicht lässt sie sich irgendwie provozieren. So viel Blut. Was haben wir euch getan? Bestimmt nicht diese Schinner. Schinner einschüchtern, Schinner schmeicheln, Schinner provozieren. Ich glaube, wir produzieren sie einfach. Habt ihr Hüder auch drei Hinterteile? Ich will jedes einzelne treten! Wir wollen kein Blut. Wir dienen dem tausendfachen Leben. Wie schon sagte, klar tut ihr das. Wir dienen dem auch, indem wir euch tausendfach das Leben nehmen. Todesstoß! Die anderen sind da hinten auch noch mit eingerissen, aber haben wir wohl nicht. Schade. Natürlich trifft er wieder. So. Ja, klar. Ah, schön.